Durch kleine technische Probleme haben wir einen kleinen Cut hier, aber nun geht's weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ja, viel Spaß. Ja, let's fetz. Genau hier haben wir nämlich Besuch bekommen von einem unserer Kollegen. Das hört ihr jetzt. Alles hübsch in Ordnung. Und dann habe ich wohl die Aufnahme abgebrochen. Leute, Panik. Ja, genau. Die Ranch habe ich jetzt gebaut. Damit baue ich den Generator ab. Wir entschuldigen uns schon mal im Voraus für die Lautstärke. Ach ja. Jetzt ist es schon im Nachhinein, Blackie. Ist egal. Ja. Es kam ja auch im Nachhinein. Fuck. Whatever. Ich brauche ein... Was wollte ich denn bauen? Zwei Batterien. Möchte die jemand von euch bauen? Bin gerade mitten in der Höhle, irgendwo am Hintern der Welt. No. Würde es ja tun, aber ich kann wie gesagt nicht... Dann stelle ich den da. Generator erstmal wieder hin. Ist ein bisschen blöd, ohne Rohstoff das Teil herzustellen. Haben wir nichts zu Hause oder was? Rohstoff? Ja. Noch nicht genug. Achso. Lapis gefunden, sehr nice. Haben wir Sand? Wir haben Macerator Stein. Ja, der ist belegt. Dann baue ich vielleicht davon noch einen. Haben wir denn drei Flints? Stimmt, wir hatten genug Flint auf Vorrat. Dub-Trolling-Boden, alter Schwede. Der versagt. Ich sehe zumindest kein Flint. Weg gebaut und dann einfach mal so spontan formieren wir. Also ich meine, wir hatten 22 Flint oder so. Also ja, irgendwo... ich hab's ja gefunden. Okay. Ist halt das neue Sortierungssystem. Ah. Immer auf das System schieben. Ja. Die Ranch habe ich gebaut, weil man damit Sachen, also Maschinen abbauen kann, ohne dass die kaputt gehen. Beziehungsweise mit der, die ich jetzt habe, ist immer noch eine bestimmte Chance, dass sie kaputt gehen. Trotzdem. Selbst mit dem mechanischen besteht eine geringe Chance. Aber ohne sind die halt sowieso direkt kaputt. Man bekommt entweder gar nichts oder einfach nur Maschinenblock zurück. Ja. Tja. Ist es Tag? Nein. Schade. Oh, hab ich kein Holz mehr dabei? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, mir ist gerade so aufgefallen, dass mir meine Flinten ausgehen. Ich kann dir welche runterbringen, dann guck ich mal, was du da so du treibst. Du wirst mich nicht finden, aber viel Spaß bei der Suche. Ich bin kreuz und quer gelaufen, ich bin glücklich, wenn ich wieder zurückfinde. Das schaue ich mir doch mal an. Oh, ich dachte Diamanten, was ist es? Es ist wieder Nikolai. Ich hasse das Zeug, ey. Ach ja. Ja, genau. Hast du hier gegraben? Ich glaube, ich bin im Tunnel von mir letztes Mal. Du musst Ende der Treppe nach rechts abbiegen. Nach rechts abbiegen. Man kann bei Zombies Schaufeln finden. Yep. Ja. Yep. Nice. Ich hab Schaufeln. Wow. Und einen Riesenslime. Yay. Ach, du hast sogar eine Höhle gefunden gehabt. Ja, da bin ich gerade immer noch am Auskundschaften. Das unsichtbare Slime. Wir durch die Wand wahrscheinlich. Durch die Decke. Durch die Decke ist auch gut.
Ah, der ist sogar recht neu, der Dreck. Der stand trotzdem noch auf meiner Ebene, das war halt nicht richtig. Für den Slime, nicht für mich. Also Koordinaten sind 238 plus 138. Falls es dich interessiert. Okay, nee, ich hab's aufgegeben, ist doch zu weit unten. Finde ich auf einmal nicht mehr zurück. Oh, deswegen. They are the base. Ich höre hier aber eine böse Spinne. Was wollte ich suchen? Kann schon nach der Getreidefarm gucken. Da war ich eben schon. Tut sich nicht so viel. Wir haben ja doch schon einiges gefunden. Wenn ich das mir hier so anschaue. Ja. Ja. Wir sind auch quasi unter einer halben Goldader. Könnte man so sagen. Ja, ein paar Dias wären jetzt noch schön. Ich habe keine gefunden. Ich muss aber zurück, wenn mein Werkzeug gleich ist. Okay. Ah, hier sind noch lauter Ressourcen und noch sehr viel zu erkunden. Also ich bin hier noch eine Weile beschäftigt hier. Oh, es geht sich, ich finde, hier wieder raus. Oh je. Ups. Oh, die schießen mich alles. So, die 8 Eisen. Ein Iron Furnace auch. Das muss ja Refined Iron sein. Für Refined Iron einfach das Zeug nochmal reinpacken in den Ofen. Wow, ich habe sogar wirklich rausgefunden aus dem Ding. Echt? Wow. Glaube ich es. Das neue Lagersystem ist blöd. Wer hat's erfunden? Du. Echt? Oh. Möp, möp, möp. Und ich aber ja. Wo ist denn hier Essenskiste da? Ein paar Brote haben wir. Oh, in der Essenskiste ist auch ein Furnace. Naja. Appetit. Ja, der schmeckt bestimmt super. Die Leute, die unter Eisenmangel leiden. Oh, der war super, Blackie. Der war ultra flach. Ja. So wie unsere, Basis. Ja. Wo ist denn? Ah, nein, da ist ein Creeper vor der Haustür. Ach, da. Oh, nö, ist. Soll ich dich retten? Nee, ich krieg das schnell nicht. Oh. Jetzt ist er vor der Haustür, ja. Ich hab ihn auch einmal gehauen. Oh, Vorsicht, da ist noch ein Zombie. Naja, Zombie ist mir egal, das ist ja nicht. Oh. Was? Das war ich, ja. Ja. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, lecker, Rottenfleisch. Zieh ich mir auch erstmal rein. Ja, da ich jetzt wieder hier bin, neue Essen von morgen. Pack mal das, was ich gefunden habe, hier in die Kiste rein. Rüste mich für eine neue Tour aus gleich. Okay. Ach, da brauche ich auch ein Refined Iron. Ja, so arm sind wir gar nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, es geht eigentlich, ne?
Wenn du Lust hast, könntest du dir eine Chainsaw bauen oder soll ich dir eine bauen? Und die selber bauen, aber ja. Trees weiter aufforsten. Unseren, die so. Normalen Rubber Trees. Rubber Trees, ja. Auch machen, ja. Chainsaw wäre nur zur Deko-Produktion da. Ah. Handsaw ist zur Deko-Produktion da. Ah, okay. Baust du jetzt eine oder soll ich eine bauen? Bau du eine. Okay. Du brauchst 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, was wir brauchen. Okay. Danke. Ich kann dir aber schon mal Electric Circuit bauen, wenn ich gerade dabei bin. Ich brauche auch Zinn vor allen Dingen und Kabel. Wo hast du denn das Zeug? In meinem Inventar. Sehr gut. Ah, ich habe mir hier ein bisschen Zinn geschnurrt aus der Dingskiste. Bronze Crafting Table. Wenn du mir jetzt ein Kabel geben könntest und den Circuit, dann wäre so viel Kabel habe ich nicht mehr. Ein Kabel hast du nicht mehr. Nee, alle weg. Traurig. Ja, echt jetzt nicht, oder? Nee, ich hab keine. Ja, muss ich mal ein Tree-Tablet drücken. Hier ist noch Dings, Rubber ist hier drin, aber da kann ich die mit Kabel machen. Ich gehe erstmal Rubber besorgen hier, Sticky Resin und du machst dann weiter. Sehr gerne. Show must go on. Was für ein Rezept ist das hier denn? Das muss doch so und dann ist es. Genau. Ich hatte das sogar schon vorbereitet, ey. Siehst du? Das habe ich schon vergessen, dass ich den Geothermal-Generator schon vorbereitet hatte. Das ja, Zeug clever. Liegt da drin. Ja, wie immer. So, das Ding hier produziert jetzt mit Lava Strom und das wesentlich effektiver als ja, mit Kohle. Und wenn der hier jetzt die Batbox vollgeladen hat, dann hört er auch auf Strom produzieren. Das war bei dem normalen Generator nicht, hat immer weiter produziert. Wenn es nirgendwo hinging, ist es einfach weg gewesen. Der hört dann einfach auf. Dazu hatte ich ja Blacky die Lava Cells voll machen lassen. Die hatte mir am Ende der Aufnahme zurückgegeben schon. Und die packe ich einfach hier unten rein. Die Lava füllt sich und der produziert Strom. Und die Batbox füllt sich recht schnell. Damit haben wir jetzt erstmal genug Strom. Lass mal kurz Kupfer bitte herstellen, Macerator statt dem Eisen. Wie viel brauchst du? Ich habe Kupfer und Kabel. Ja, ein Kabel brauche ich, ein einziges. Habe ich. Mittlerweile. Ich tue es in die ins Project Table. Naja. Plecki? Ja. Ich lege in die Essenskiste nochmal 64 Empty Cells rein. Wenn du wieder mal hochkommst, kannst du die mit Lava voll machen. Hast du auch noch Refined Iron irgendwo rumfliegen? Eins. Mehr. Ich brauche 4. Dann nein, noch nicht. Ist gerade in dem Ofen, das vierte lege ich dir auch wieder in die Project Table. Ah, okay. Was brauchen wir denn noch? Zinn, Eisen, Kupfer habe ich noch. Na doch, dann mal. Eisen ganz gut. Ach, ich brauche 5 Refined Iron. Ah, verdammt. Habt ihr eigentlich schon erwähnt, auf was die Schwierigkeitsgrad der Server läuft? Ja, hart. Hart. Hat man, glaube ich, schon gesagt, ja. Jetzt haben wir es nochmal gesagt. Macht nix. Warum flackert der Generator eigentlich so komisch? Weil die Batbox voll ist. Und der hört jedes Mal auf, wenn die voll ist. Hab ich dir eben gesagt. Ja. Ja, okay. Und der leuchtet nur, wenn der auch Strom produziert. An den könnte man jetzt richtig viele Maschinen dranhängen. Und jetzt halt nur, dass wir den Verbrauch, dass der niedriger ist als das. Na? Ich hatte die ja gar nicht mehr so effizient in Erinnerung. Gut. Ja, doch. Die produzieren schon einiges. Haben wir einen Chainsaw, jetzt brauchen wir nur noch
26 Stück davon können auch ganz locker so ein UU mit der Maschine betreiben. Wie heißt die gerade? Ist egal. Das ist ein Fabrikator, glaube ich, also ein genau. Genau. Am besten nochmal ein Mercerator, da war ich gerade eben dran. Dazu brauchen wir zwei Kobbel, in der Mitte einen Maschinenblock, oben drei Flints. Hat und eigentlich einer von euch die Rubber Tree Seeds oder Saplings? Nein. Dann waren da keine mehr. Ich würde sagen, wir haben keine Rubber Trees mehr. Keine Saplings mehr, nö. Ach doch, klar, die sind nur. Ah, nee, ich hab sie verwechselt mit den normalen für die Bäume. Ja, und sonst musst du da einfach die Dings noch wegmachen, die Büsche, die da oben sind. Ja, die sind schon weg. Ah, okay. Die Chainsaw hast du gebaut mittlerweile. Chainsaw habe ich gebaut mittlerweile, ist ja schon aufgeladen. Okay, dann baue ich jetzt noch eine Bedbox. Ein Bedpack. Ja, mach das mal. Dazu brauche ich Holz. Nein, Holz nein, ein Bedpack braucht kein Holz. Nee, aber okay, stimmt. Batterien aber einige. 6 Stück, ja. Zinn. Du brauchst einen Zinnbarren, 6 Batterien und einen in Electric Circuit. Okay. Sechs Batterien, sagst du? Ja, erzählt mal was. Ja, was denn nur? Keine Ahnung, gibt ja gerade nichts, außer dass ich wahrscheinlich gleich hochkomme, weil mein Publikum zum Arsch ist. Wurde Arsch gesagt im Interwebs. Ach, mein Gott! Oh mein Gott! Da Interwebs! Ja. Jugendfrei, aber im Kanal, weißt du? Was haltet ihr von Windows 8? Wird ja nicht so prickelnd werden, ne? Ja. Ist so, naja, mal schauen, was tatsächlich wird am Ende. Wenn sie tatsächlich das machen, was sie da so vorhaben, für mich dann kein Windows mehr im Stil. Wird's halt auf Linux umgestiegen. Nö, ich Energie mein Windows 7 behalten. Ja, mach's wie ich bin so oldschool, ich bin doch auf Windows Vista weiterhin. Ja, laut. Hardliner. Na gut, Vista ist jetzt auch nicht das Beste. Nein. Ja, mal sehen. Auch immer einen neuen Rechner. Den ich auch mal aufnehmen kann, damit dass du nicht. Wird man vielleicht sogar Splitscreen hinkriegen oder sowas. Oder Cam in Cam oder. Wow, schönes Zeug. Ja, vielleicht ein bisschen interessanter, ne? Ja. Weil ja, uns beide zu beobachten beim Ressourcensammeln ist auch jetzt nicht das Aufregendste von der Welt. Das, was ich hier tue, sicherlich auch nicht. Ah, wer weiß. Haha. Eigentlich gar nicht so haha, aber egal. Wo warst du, dann hol ich's. Ist es in der Nähe unten? In der Höhle? Ja, ist es in der Nähe vom Ausgang? Arsch der Welt? Nein! Und dann werde ich es nicht finden. Siehste, deswegen muss ich selber nachgehen. Wenn ich den Eingang zu unserer Höhle wiederfinde. Weil ich habe nicht vergessen, immer noch meine Karte ins Quarz umzuschalten. Ich leg dir schon mal ein Schwert bei die Empty Cells, dann kannst du es direkt mitnehmen. Oh. Sag mir mal kurz die Koordinaten von der Hütte. 220, 130. Gottes Willen, bin ich gespawnt. Das Bedback halt fertig? Ja. Sehr gut.
Dann lad's mal bitte auf gleich. Weil es ist nervig, dass die Chains so halt so nach 250 User leer ist gleich. Grob geschätzten. Hattest du denn viel Zeug dabei? Wahrscheinlich, ne? Ich, ja. Ich war recht voll. Du bist ja immer voll. Soll ich mal mitkommen beim Zurückholen? Hier unten, hier in der Kiste. Kannst du machen. Nimm dir noch was zu essen mit, vielleicht. Solange nichts in die Lava fällt. Nee, es war... Das Interessante wird sein, das wiederzufinden. Ja, ich komme bisschen irgendwo vor. Ja, ich bin. Hast du die Death Points aktiviert? Nein. Ach. Ich hab den Arsch gemacht. Aha. Was? Wait. Oh. Der Generator kommt nicht mehr hinterher mit Strom produzieren. Wir haben das Ding geschafft. Vielleicht mit zu viel Maschinen? Nee. Es produziert einfach nichts mehr. Was gibt es wieder? Das ist ja nicht so schön. Nein. Ja. Noch ein Bedpack vielleicht. Für Plecky und einen Mining Drill. Habe ich denn noch genug Zinn? Dann hat er um. Hingekommen. Ein Unwetter. Ja, los, weiter, weiter. Los. Ich hab schon Hast du schon gefunden alles? Nee, nur noch alles noch nicht. Ich muss gucken, wie ich wieder weiter. Ach, genau. Mit Marvel können wir uns auch mal was bauen. Die Frage, ob wir weiter so Potten Hässliches bauen wollen oder ob wir auch was Hübsches bauen. Und ist das Hübsches zu legen? Nein, nein. Denk mal schon was Hübsches. And no. Ja, können wir machen. Ah, hier ist es. Ja. Ja, ich hab's gerade. Ja. Gibt's euch alles. Ja, ich hab's auch. Der Rest. Ja, gut, sehr gut. Ah, da ist Reaper. Kleines Arsch. Hopp, hier. Ja, mich hat ein Skelett erwischt. Naja. Gib mal mein Zeug. Das bin ich. Was brauchst du alles? Du brauchst das, du brauchst das, du brauchst... Ja, den Rest kann ich ja wieder wegbringen, hier ist noch ein paar Schnitzel. Baufel. Ja, ich muss den Edel nochmal hoch, weil, wie gesagt, ich... Waschzieh, die Pickets waschen. Ja, meine ist ja auch im Sack gewesen, die müssen wir auch neu machen gleich. Kommen wir wieder raus? Hast du den Weg noch im Kopf? Ich hab schon vergessen. Ja. Home. Komm gleich. Waypoint setzen. Waypoint ist cheaten. Also genau. Bringt der Waypoint wenig, wenn du durch Tunnel durchlaufen musst. Ach ja. Wir sind immer dann noch weißt du immerhin, wo du dich hingraben musst. Wir sind immer noch direkt unter der Basis. Beim Kupfer und ich brauche noch Zinn. Da. Und zwar 6 Stück. Ne, 3 reichen. Ich hab mich verlaufen. Perfekt. Siehst du meinen Namen irgendwo? Nein. Bist du koordinatentechnisch? Ja, ich glaube, ich hab's schon. Ne, ich hab's. Musst du mal langlaufen, wo entweder Kabel ist. Ja, ich hab's schon. Kein Stress. Also random Kabel, das sind sie. Ah, ich bin raus. Sehr gut. Ich glaube ich zumindest. Ja, hier ist die Treppe. Ja, aber ich bin teilweise einmal im Kreis gelaufen. Ja, ich hab's schon gemerkt, ein bisschen konfus. Das ja, weil ich halt irgendwelche Gänge nachgelaufen bin und dann halt wieder in einen anderen Gang gekommen bin, wo ich schon war. AKA, ja, Kreis. Das Kreis. Ah, oh, wir haben ja echt jetzt schon gutes Zeug hier im. Ah, ich hatte recht viel. Ja, ich auch, deswegen, also wir haben. Aber du kannst doch schon mal einige Maschinen zusammenbasteln hier, Herr Ingenieur hier. Ja. Hat einer von euch Lust, einen. Ach, das mach ich selbst. Einen Kompressor zu bauen. Einziger Schade war, dass das jetzt meine 5 Level oder so verloren hat. Ah, ich hab jetzt 14.
Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Weiß nicht mehr, was von der Weg noch. Gut, du hast einen Ausweg gefunden, ich finde ihn gerade nicht mehr. Gerade mal hier. So spontan, ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe ihn. Oder auch nicht. Wenn ist das schon? Ist ja dein Tunnel. Da drunter und dann an den Seiten. Stein und dann hat man einen Kompressor. Machen wir uns mal eine Kiste, wo die ganzen Werkzeuge reinkommen und die ganzen Maschinenteile, würde ich sagen. Oder? Ja, das wird eh hier eh alles nicht reichen. Mehr, also nicht mehr lange. Naja, mal sehen, klar, was wir dann machen. Der Kompressor macht jetzt aus den Mixed Metal Ingots sogenannte Alloys. Die braucht man, das Carbon quasi. Die braucht man nicht für verschiedene Sachen, ja. Ja. Carbon gibt's ja extra nochmal. Ja, aber ja. Ist nochmal. Nein, aber nur so eine Metalllegierung, mehr ist das nicht. Ja. Carbon stellen wir als nächstes her. Dazu braucht man Coal Dust. Und einen Kompressor. Genau, macht Raw Carbon Fiber, macht da draus dann nochmal Carbon Mesh und das kann in den Kompressor rein. Aber das herzustellen dauert immer recht lange. In der Zeit kann der Ofen schon mal Eisen weitermachen. Brauchen wir Overclocking Devices? Das wäre super, ja. Aber das macht unser Generator, glaube ich, nicht mit. Oder? Weil er ist konstant voll, ne? Also von daher weiß ich es nicht. Eben war er mal kurz leer. Wobei ich glaube, wir brauchen. Ja. Ja doch, wir könnten Overclocking Devices bauen, wenn wir diese Cooling Cells bauen. Ja. Ist egal. Also für die Mace Rater wäre es halt am idealsten, da zumindest ein paar reinzustecken, einfach damit es ein bisschen schneller geht. Weil wir haben wirklich sehr viele Ressourcen, die klein gemahlen werden müssen. Ach, stimmt schon. Mal in die Kiste rein. Blackie, hast du eigentlich Dias gefunden? Nein. Schade, verdammt. Leider auch nicht. Wir brauchen 3 Stück mindestens erstmal für einen. Nee, wie viel? 4 Stück für den MFE. Und dann nochmal 3 oder 2 für den Laser. Random Spinner Pierce. Ich schmeiße mal die Lavazellen hin. Mach das. Hab ich schon, eigentlich. Sehr praktisch. Wo hast du die hingetan? Ach, mir, okay, ich hab's direkt. Ich hab's direkt vor die Füße geworfen.